Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, ist jetzt wieder ein Weilchen her, wo ich das letzte Mal... Das Licht am Ende des Tags, die Sonne sinkt schwer in mein hartes Grab. Ja, okay. Ja, okay, ich finde schön, dass ich hier singe. Ich finde das wirklich schön, dass das einfach alles mit aufgenommen wird und ja. Nein, nicht genommen. Ich will Fremdenviertel. So, in Fremdenviertel bitte. Ja, ist jetzt wieder wirklich ein Weilchen her, wo ich das letzte Mal gezockt hatte. Ich weiß nicht mehr, was ich jetzt zuletzt gemacht hatte. Da muss ich hin. Die Quest wird angezeigt. Zum tanzenden Nomaden, genau. Mal gucken, was, Hallo. Scheiße. Ja, ich bin hier vorbei, hallo. Geht weiter. Ja, ich will weitergehen. Hallo, ich will... Rogaf. Lässt du mich bitte einmal vorbei, ich muss zu der Dame da. Wie gesagt, so, Doria. Was ist denn die Quest? Rogas Auftrag erledigen. Dorias Kette im Kontor finden. Ah, okay, die Quest haben wir nicht. Okay, was haben wir hier? Das Elixier. Tut den Staub. Rogas Auftrag. Okay, stimmt. Das war die Kette. Okay. Okay, gehen wir nochmal wieder raus. Ich glaube, ihre Kette finden wir nicht. Weil, erstens, wir haben keine Fackeln mehr. Das weiß ich auf jeden Fall. Oder haben wir Fackeln? Eine Fackel haben wir. Okay, wo war der Dings nochmal zum Suchen? Wo mussten wir das suchen? Ich weiß es einfach nicht mehr. Ihr seid Fremdländer, was? Ich wünschte, ich hätte auch mal das Rote Meer überquert. Oder Kyra gesehen. Ach ja. Oh, ich find das schön. Ich finde das richtig schön synchronisiert hier. Da ist ein Zettel. Mädam. Achso. Gehört zum Wein. Madam? Aber irgendwie mittlerweile denke ich, vielleicht hätte ich doch einen männlichen Charakter nehmen sollen. So ein, obwohl, ich spiele ja immer männlich, also beziehungsweise so gut wie. Es gibt manchmal Ausnahmen, wo ich weibliche spiele, so, aber sonst immer männlich. Da wollte ich einmal wissen, wie das dann hier ist. Also, vielleicht machen wir irgendwann einen zweiten Run. Hallo? Also, keine Ahnung. Oder ich spiele für mich privat mal. Auf jeden Fall. Ich weiß jetzt aber echt nicht, wohin. So, gesucht in Flussheim. Oder kommen wir. Wo war Flussheim? Da. Komm, wir gehen nochmal zurück nach Flussheim. Und machen da nochmal ein paar Quests. Ich mit ab. Denn ich habe mir jetzt auf jeden Fall auch die Kommentare mal gelesen gehabt. So, und. Das ist jetzt Marktplatz. Das war jetzt nicht raus aus. Ah, okay. Ich habe mir auf jeden Fall eure Kommentare mal durchgelesen. Und ihr hattet ja schon auch gesagt gehabt, so, dass ich irgendwie die Startquests hier übersprungen habe. Madame. Also die einfachen Quests, so das Intro-Gebiet. Das Flussheim hier das Intro-Gebiet war. Nee, warte mal, Wo geht's hier nochmal raus? Da haben wir ja Doria wieder. Hier müsste es rausgehen, ne? Genau, Herzland, hier. So. Genau, wir sind draußen. Madame. Wo ist eigentlich unser Esel?
Ah, hier. Unser Esel. Nein, steck die Waffe wieder ein. So. Wie renne ich nochmal mit dem Esel? So, okay. Steuerung muss ich erstmal wieder reinfinden. Aber ja, wir gehen erstmal nochmal zurück nach Flussheim und gucken, dass wir da vielleicht ein paar Quests erledigen. Wenn das schon dort Intro-Gebiet ist, was wir irgendwie übersprungen haben, dann will ich auf jeden Fall dort die Quests machen. Vielleicht erklärt das auch warum ich hier in den nachfolgenden Gebieten einfach zu schwach war für alles. Ich hoffe, ich finde jetzt aber auch den Weg wieder zurück nach Flussheim. Bär. Okay, Bär. Gegen Bären will ich jetzt nicht kämpfen. Wo kommt der Bär her? Ich mag zwar die Musik, die Kampfmusik jetzt, aber ich will nicht gegen den Bären kämpfen. Ah, immerhin. Jetzt sind wir in Sicherheit. Gegen den Bären kämpfen wir noch irgendwann früh genug. Aber wir gehen jetzt nochmal zurück nach Flussheim. Mal, dass wir da dort alles erledigt bekommen. Vielleicht sind wir dann auch stark genug, gegen den Bären zumindest anzutreten. Ich weiß jetzt aber immer noch nicht, was hier die die stärkeren Gegner sind. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es erklären soll. Ich habe irgendwie nicht zu Ende nachgedacht, wie ich das aussprechen soll. Aber dass wir dann zumindest ein bisschen sterben. Vielleicht ist es auch so in Gothic, dass wir einfach wirklich alles erlegen müssen, was uns über den Weg läuft. Auch die Hasen und so weiter, weil das sind alles Erfahrungspunkte. Es hat auf jeden Fall ein bisschen Gothic-Vibes für mich. So. Vor allem da hinten haben wir ja auch noch ein paar schwarze Flecken, sage ich jetzt mal. So wie diese zwei Hämmer da. Das Gebäude hier. Na, die hatten wir. Aber bis jetzt weiß ich immer noch nicht, was ich genau machen soll. Wie ich in der Story weiterkomme oder so. Wo ich suchen soll. Bisschen Hauptstory haben wir ja gemacht gehabt. Und ich frage mich, ob wir schon vielleicht jetzt stark genug werden gegen diesen einen Troll da am Anfang.
Würde ich jetzt aber noch nicht riskieren, sondern erstmal vielleicht doch noch ein paar Quests machen. Ich quatsch jeden an in Flussheim jetzt erstmal. Vielleicht gibt's da noch eine Quest. Aber ich habe so bis jetzt das Gefühl, besiegte Gegner spawnen noch nicht zurück. Vielleicht doch wie ein Gothic. Außer die Krabben. Die Krabben sind wieder da. So, und da sind wir in Flussheim. So. Unseren Esel parken wir wieder hier. Nee. Wie steige ich nochmal aus? So, okay. Madame? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Moes? Wo seid ihr die letzten Monde gewesen? Die ganze Stadt spricht doch nur noch von diesem verrückt gewordenen Magister. 15 tote Novizen, Mann, oh Mann. Dabei war er doch den Erzählungen nach so ein guter Mensch. Ja, ist wahrscheinlich der rote Wahnsinn. Flussheim, Alfreds Haus. Gibt's hier vielleicht Quests? Ich hätte gerne neue Quests. Alfred, bist du da? Hi. Alfred möchte nicht reden. Okay. Vielleicht, weil ich einfach in sein Haus reingegangen bin. Vogelei wurde dem Inventar hinzugefügt. Nice. So. Wechsel. Seid gegrüßt. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Außer meinen Waren, meint ihr? Nein, im Ernst. Hier ist es ziemlich ruhig. Malfa sei Dank. In letzter Zeit muss man ja fast damit rechnen, unmittelbar vor der eigenen Haustür überfallen zu werden. Verfluchte Briganten, wirklich. Das ist doch alles Wahnsinn. Irgendwann werde ich mal Abenteurer. Und dann... Das ist ja eine tolle Rüstung, die er da tragt. Danke. Ich hoffe, ihr... Selbst die Kinder haben keine Quest, okay. Gibt es irgendwas Interessantes hier in der Gegend? Wieso meinen eigentlich alle Reisenden immer, ich sei hier, um ihre Fragen zu beantworten? Naja, sei's drum. Seht euch mal den alten Strand gleich hinter Mareks Hof an. Da wird immer eine Menge alter Plunder angeschwemmt. Ihr solltet allerdings mit einer Menge Flussgraben rechnen. Aber ihr seht aus, als werdet ihr damit fertig. Ja, ein bisschen. Also, gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Von tollwütig gewordenen Tieren, Horden auferstandener Gruften und dieser grassierenden Geisteskrankheit mal abgesehen? Nein, seid einfach vorsichtig. Eins muss man sagen, man muss hier für seine Quests richtig suchen gehen. Die kriegt man auch nicht. Madame. Mit dem hatten wir schon. Man kriegt die nicht hier einfach hinterhergeschmissen, so. Man muss schon was wirklich tun. Alte Vagabunden, die Putze, schwerer Lederharnisch. Ja? Steht eure Ware zu verkaufen? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Okay, So, Eisenharnisch der Lebenskraft. Festigt eure Lebensenergie um 10 Punkte. 341 Groschen. Wir haben nur 168 Groschen. Schreitet wohl. Ja, okay. Sollte es Krämer Sohn. Der hat nichts Neues. Hat sie vielleicht Neuigkeiten? Oh weh. Alles in Ordnung? Ich spüre Schwingungen. Schreckliche Schwingungen. Oh ja, ich spüre sie ganz deutlich. Schlimme Schwingungen? Oh ja. Schlimme Schwingungen. Etwas Seltsames umgibt euch.
unsichtbare Aura. Oh, oh nein! Meine Aura? Was ist damit? Sie ist indigo-blau. Die Farbe der Sterbenden. Es muss sich um eine magische Anomalie handeln, die auf eine unerklärliche Art und Weise mit eurem persönlichen Kraftfeld reagiert hat. Oh weh, das verheißt nichts Gutes. Aber ihr habt Glück, denn die Winde stehen günstig. Ich befinde mich, ähnlich wie ihr, in einer tragischen Situation. Und vielleicht können wir einander helfen. Okay, und wie genau denkt ihr, mir zu helfen? Ich habe ein spezielles Objekt im Angebot. Einen Schädel. Den Überlieferungen nach stammt er aus den Mitten der roten Wüste Kyras. Mhm. Und von uns Arkanisten wird er nur der Meisterschädel genannt. Es wäre ein waghalsiges Experiment. Aber wenn ihr den Schädel bei Mitternacht für eine Stunde auf dem Kopf balanciert, könnte das eure Aura wieder harmonisieren. Vielleicht. Was? Wenn ihr wollt, dass ich euch helfe, will ich dafür eine anständige Belohnung, keinen Haufen alter Knochen. Solch Misstrauen in die kosmischen Kräfte. Aber schön, man kann das Pferd nur zum Wasser führen. Trinken muss es selbst. Wenn es Münzen sind, auf die ihr so aus seid, so sollt ihr sie haben. Mir wurde vor einigen Tagen etwas extrem Kostbares entwendet. Mein Schönheitstrank. Und während ich bis vor kurzem im Dunkeln tappte, habe ich nun einen Verdacht, was passiert sein könnte. Okay. Ein Auradieb hat in mir gestohlen. Ein Auradieb? Ja, es sind alte Wesen aus vergangenen Zeiten, weit vor den Pyräen. Für gewöhnliche Augen sind sie unsichtbar. Doch wir spirituell Begabten können sie sehen. Auradiebe haben nur einen Existenzgrund. Und der ist es, die Harmonie glücklicher Menschen durch schelmische Taten zu zerstören. Wie den heimtückischen Diebstahl meines Trankes. Wie könnt ihr euch sicher sein, dass es kein fliederfarbenes Einhorn macht? Einhörner sind Kindermärchen. Das solltet ihr eigentlich wissen. Es war ein Auradieb. Das spüre ich. Okay, euer Schönheitstrank. Ja, seine Essenz ist frisch gezapftes Wasser direkt aus den Quellen Inodans. Eine echte Rarität. Regelmäßiges Zuführen dieses Trunkes verleiht dem Anwender sowohl unwiderstehliches Äußeres, als dass es auch die natürliche Alterung verlangsamt. Nur durch die Elixiere habe ich mir über all die Jahre hinweg meine jugendliche Schönheit erhalten können. Na schön, ich werde sehen, ob ich euren Trank wiederfinden kann. Irgendeinen Anhaltspunkt, wo ich mit der Suche beginnen könnte? Ich habe einen Verdacht. Gestern, als ich am Honigfluss tanzte, erschien mir aus dem Nichts eine Stimme im Ohr und sie flüsterte 5 Worte. Finde mich in der Klarwasserhöhle. Ich bin mir sicher, dass es der Trank war, der zu mir gesprochen hat. Aber ich bin zu alt, um auf eigene Faust alte Höhlen erforschen zu gehen. Dabei ist besagte Höhle nicht einmal weit von hier entfernt. Es ist eine verlassene Schürfergrube gleich den Hügel zum Bergpass hinauf. Geht dorthin und findet meinen Trank. Und ich werde euch angemessen entlohnen. Okay, eine Quest haben wir schon mal. Irgendwann muss man sich halt einfach damit abfinden. Tahutis Schönheitselixier. So, schlechte Schwingungen machen wir mal. Dann machen wir die beiden erstmal weg. Wir haben aber schon einiges an Quests. Aber das ist alles aus Ark da hinten schon. Wo es ein bisschen schwieriger sein wird. Achso, wir müssen da unten. Ich lasse ihn mal hier. Ich bin mal zu Fuß unterwegs. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. So, die Schürfergruppe da hinten.
Ich hoffe, wir sind aber auch stark genug, das zu überleben, zu überstehen. Wäre ein bisschen doof, wenn nicht. Wieder ein Bär. Da hinten. Vor den Bären habe ich hier noch richtig Angst. Muss ich hier irgendwie hochspringen? Komm, ich will springen. Spring. Oh. Es gab hier einen Weg. Ah. Klar, Wasserhöhle entdeckt. So. Einmal vielleicht schnell speichern. Und dann gehen wir mal rein. Jetzt ist nur die Frage, was gibt es hier für Gegner? Okay, dann halt. Erledigt. So, alter Eisenpfeil. So, die Eisenpfeile nehmen wir mit. Können wir verkaufen. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss und ich sehe kaum was. Was war hier? Nee, warte. Hier. Ich mache mal Fackeln auf als Favorit. Sagt, wir suchen Geld. Das Schlammmorcheln können wir auch verkaufen, eventuell. Ich glaube, die eine Fackel, die da hinten war, könnten wir vielleicht mitnehmen können, die an der Wand hing. Können wir allgemein die Fackeln mitnehmen? Ja. Okay, dann besser wir nehmen die mit. Da hinten gab es auch noch eine, oder? Ja. Besser, die sind in unserem Inventar, als dass wir dann hier irgendwo sind, wo wir gar nichts mehr sehen. Oh, meine Stimme, es tut mir leid. So. Ah, okay.
Wir können Fackeln da wieder hinsetzen. Wer löscht das super? Jo, haben wir ihn. Gab es einmal schnell speichern? Quecksilbererz. Gut, dass ich jetzt nicht hier rübergerannt bin zum Kämpfen. So, Set des rätselhaften Nomaden, Nimbus des rätselhaften Nomaden. Nehme ich auch mal mit. Ein Vogelei nehmen wir auch mit. Vogeleier, die müssen wir für Dings, glaube ich, finden, oder? Eisenhelm, Eisenschwert der Flammen, Eisenschwert der Flammen. Verursacht 5 Punkte Feuerschaden. Der macht aber 10 Schaden. Da sind gleich 4 Gegner. Ne, 3. Sind nur 3 Gegner. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Okay, hier ist irgendwo einer noch mit Pfeil auf unserem Fußen. Da. Okay, hier sind die noch relativ schaffbar. Also, wir hatten letztens einen Gegner gehabt. Von denen, die waren richtig schwer. Groschen. Ambrosia. Nehmen wir mit. Ambrosia ist sehr wichtig. Haben wir hier vielleicht irgendwas übersehen? Hier eine Schmuckschatulle, die leer ist. So, eine Stunde. Leben ist voll. Automatisches Speichern auch noch. Okay, hier ist keine gute Idee, entlang zu laufen. So, okay. Noch eine Fackel, die brauchen wir. Holz lassen wir mal. Okay, es geht ganz schön weit runter. Gibt es hier aber sonst noch irgendwas zu mitnehmen?
vorne ist wieder jemand. Okay. Einfacher als ich gedacht habe. Wo ist der andere? So, die Pfeile. Morschen Langbogen. Hier vorne haben wir wieder eine Fackel. Achso, das hängt mit dem hier zusammen. Okay. Und auf der Seite? Wahrscheinlich werde ich gleich die ganzen Beile wegschmeißen. So, da ist die Fackel. Ich habe schon vor, hier irgendwie weiter zu erkunden. Irgendwas sieht mich da. Da hinten. So, Eisenschwert. Eisenschwert. Wir gehen noch mal kurz zurück zum Bett. Weil wenn wir jetzt eine Stunde schlafen, dann haben wir wieder volles Leben. Und ich will jetzt irgendwie keine Tränke jetzt verbrauchen, damit wir eine höhere höhere Prozentzahl vom Arkanistenfieber haben. Und das können wir auch noch abbauen. Quecksilbererz wurde im Inventar hinzugefügt. Diese Erdart ist erschöpft. Okay. Fast wäre ich da runtergelaufen. Alter. Man muss hier richtig Angst haben. So, nochmal eine Stunde. Warte mal, wir haben ja... Nee, ich, hier. Mana regeneriert 4% schneller. Okay, schade. Ich hatte jetzt irgendwie gehofft, da wäre was... So, Schleichen ist 7% effektiver, Zauber der Lichtmagie benötigen 7% weniger Mana. Gibt irgendwas mit mir eine höhere Rüstung, abgesehen davon, weil wir eine Fackel haben? Wohl hier können wir noch so normal laufen. Achso. Keine Ahnung, wofür der Hebel jetzt war. So, leuchtet das und das leuchtet noch. Okay.
Genau, die haben wir jetzt erledigt gehabt und gelootet. Hier gibt's Essen. Und noch eine Spitzhacke. Set des Rattenfängers, kalter Blick des Ratten. Alter Lauf, Karotte, Malertrank ranzig, Kartoffeln, Erdreller Krustenbrot. Ja, die nehmen wir auch mal mit. Eine Gabel. So, die Fackel auf. Achso, ich dachte, ich wäre jetzt. Alter, Eisenschwert der Flammen. Ektoplasma nehmen wir mal mit. Seelenstein des Aura, gefüllt mit geringer See. So, jetzt kann ich aber nehmen. Als eure Finger die Flasche berühren, fährt ein angenehmes Kribbeln durch euren Körper. Das Elixier trinken und die Flasche zerschmettern. Elixier in den Rucksack stecken. Ich stecke da den Rucksack einfach. Also hatte die Alte da doch recht mit ihren Dings. Hört ihr das? Warte mal, wir haben ja jetzt Essen, ne? Wo finde ich Essen? Hier. Eine Brezel. Komm, wir essen mal eine Brezel. Damit die Gesundheit ein bisschen wieder voller wird. Und dann gehen wir mal nach unten. Zwei Ratten. Ausgewachsene Ratte. Ah nein, ich finde aber das Falsche. Den nochmal looten. So. Und wieder die Fackel. Obwohl, hier können wir einfach so durchrennen. Würde ich mal behaupten. Das nehmen wir mit. Noch sind wir auch nicht überladen, immerhin. Okay, hier ist hell. Hier können wir so rumlaufen. Wo bin ich jetzt denn hier gelandet? Hier ist leer. Was gibt es hier in der Truhe? Genesungstrank, morgens Schockschutztrank. Die Tränke können wir auch verkaufen, also das meiste. So, da werde ich wieder eine Fackel brauchen. 13 Fackeln haben wir mittlerweile. Genau auf einen laufe ich jetzt drauf. Okay.
Ich habe nur die anderen beiden gesehen. Es hätte es viel gereicht. War hier noch irgendwie was? Okay, es gibt hier sehr viele Sets, so, was Dings hier, Rüstung angeht. Ich glaube, die Sets werden wir sammeln. Und dann mal gucken. Fleckenpilz. Der hat nichts. Den Groschen nehmen wir mit. Morgenlufttrank. Gift des Leidens. Zerstört das Buch. Gibt hier noch eine Fackel. Sonnenküste. Das führt zur Sonnenküste. Aber wir haben hier noch nicht alles erkundet. Ich gehe nochmal runter. Hier ist noch eine Fackel. Nein, hier haben wir wirklich noch nicht alles erkundet, mitgenommen, gesehen. Wie hier zum Beispiel. Keine Ahnung, wofür die Hebel sind. Lavendel. So, die Groschen, die waren wichtig. Die Spitzhacke nehmen wir mit. Quecksilbererz. Nehmen wir auch mit. So, und jetzt nur noch die Frage, gab es noch mehr, was wir hier jetzt übersehen haben, vergessen haben? Jetzt haben wir, glaube ich, alle jetzt getötet, also besiegt, also die tot waren die ja schon, also alle Untoten nochmal schlafen gelegt. Und ich meine, hier hinten hat man auch noch nicht alles zu Ende erkundet, hier den Weg. Wir waren ja bis hierhin gegangen. Aber da hinten ging es ja auch noch weiter. Hier. So, die nehmen wir auch mit. Und bei irgendwem werden wir die eh wahrscheinlich verkaufen können, ne? Corundum-Erz. Nehmen wir auch mit. Auch wenn man jetzt sehr wenig sieht. Hier waren wir. Okay, wir sind wieder am Anfang. Okay, dann haben wir doch hier alles. Und ich hatte gedacht gehabt, so, hier fehlt noch ein bisschen was. Aber okay, dann haben wir alles. Ich würde dann aber jetzt, wo wir gerade waren, den Weg nehmen wollen, wo wir nach oben konnten. Zur Sonnenküste. So, aber jetzt erstmal den Weg dahin wiederfinden. Das war's, glaube ich, nicht.
zumal. Zabu Schlachtaxt ist von Rang 1. Irgendwas ist hier doch, oder? Das hört sich so an. Ich habe so ein Gefühl, da ist eines dieser Sammelobjekte irgendwo in der Nähe. Ein Fackelhalter, okay. Dann gehen wir mal weiter hier lang. Dann können wir hier die Fackeln wieder abrüsten. Nee, war es hier? Ja, hier war das. Hier ist der Ausgang. Und ich höre hier irgendwo einen Windwurz. Ich weiß nicht, ob ich dahin will, aber ich will auf jeden Fall wieder zurück nach Flussheim. Ich hoffe, das ist auch der richtige Weg, den ich jetzt gehe. Sieht für mich auf jeden Fall danach aus. Boah, ich liebe die Musik hier. Da kann ich irgendwie echt nicht oft genug betonen, die Musik ist einfach richtig schön gemacht worden. Da freue ich mich dann, wenn ich irgendwann auch mit Nerim und wie hieß das nochmal? Jetzt habe ich das leider vergessen, wie der vorherige Teil vor Nerim hieß. Auf der Engine von Morrowind. Habe ich trotzdem eben jetzt Bock, das auch noch zu zocken. Oh, Kartoffeln. Die darf ich nehmen, ist kein Diebstahl gewesen. Moment mal, ihr... Ach, einerlei. Was? Was ist? Ach, ihr seid doch aus Kilee, nicht wahr? Eure Haut, sie ist, naja, anders. Warum fragt ihr? Nichts Schlimmes, keine Sorge. Ich bin einfach nur neugierig. Meine Mutter, ja. Aufgewachsen bin ich aber auf Nerim. Nerim? Verstehe. Aber trotzdem, eure Mutter muss euch eine ganze Menge über ihr Heimatland erzählt haben. Stimmt es denn, dass in Kilee selbst die Türgriffe der Armenhäuser vergoldet sind? Ich habe gehört, der Zuckerinselbund ist so reich, dass sie genügend Söldner bezahlen können, um es mit der Armee der Seraphen und dem Götterorden zugleich aufnehmen zu können. Hier besteht aus einem Haufen raffgieriger Halsabschneider. Ja, sie haben Gold zum Abwinken, aber verstehen nichts von großem Donaire. Es gibt viel Reichtum, aber ebenso viel Armut. Mehr als hier, würde ich behaupten.
Vielleicht, ja. Auf Kili sind viele die Händler und Geschäftsleute frei. Es gibt keinen Orden, der ist kontrolliert. Anders als hier. Ich kenne mich von über Kili gar nicht aus. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich würde mal sagen, das hier vielleicht. Es gibt viel Reichtum, aber ebenso viel Armut. Mehr als hier, würde ich behaupten. Verstehe. Das ist natürlich schade. Naja, habt Dank für eure Zeit. Ich muss nun weiter. Schreitet wohl. Okay. Tahuti. Schreitet wohl. Ihr hattet recht, euer Trank war wirklich in der Klarwasserhöhle. Und er ist unversehrt. Hier, seht selbst. Zeigt. Oh, Wonne, das ist er wirklich. Bei den Wogen des Kosmos. Wie kann ich euch nur jemals danken? Ach ja, richtig, der Meisterschädel. Einen Moment, ich suche eine passende Ledertasche für euch. Ich sagte, ich will euren Meisterschädel nicht. Gebt mir etwas anderes. Irgendetwas, das ich auch gebrauchen kann. Na schön, wenn ihr unbedingt wollt. Aber kommt ja nicht auf die Idee, euch später zu beschweren. Hier, das sollte euch für eure Mühen entlohnen. Und habt Dank. Benötigt ihr sonst noch etwas? Ja, jetzt möchte ich gerne den Meisterschädel kaufen. Aber ja. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Mist gebaut. So, einen Moment, ich guck mal. Hat sie den nicht hier im Inventar irgendwie zum Verkaufen? So. Ich glaube nicht. Aber ich guck mal, ihr müsst sich doch irgendwas verkaufen können, ne? Die Beile zum Beispiel. Die hat ja viel Gold. So, die Eisenkriegsäxte, die Eisenschwerter. Eisenschwerter Flammen. Einen behalten wir mal. Hier, davon verkaufen wir einen. So. Stahlgroßschwert. Ich weiß nicht, ob ich hier auf zwei Händler gehen will. Der macht auf jeden Fall mehr Damage. Den behalten wir mal. Den verkaufen wir. Erhöht Mana um 12. Den brauchen wir nicht. Erhöht Mana um 7 Punkte. Ring des Lichtpaten. Silber Amethystenring. So. Die würde ich eher nicht haben wollen. Trank, widerstehe Frostschaden. Ambrosia. Der hat Ambrosia, das behalten wir. Ausdauer Trank ranzig. Genesungstränke behalten wir mal. So, Schockgift. So. Rolle der Wohltat. Ich bin kein Fan von Schriftrollen auch. Eigentlich. Außer hier die Teleportrollen, die behalten wir. Lervoxionik, Geselle, behalten wir. Nein, ich hab. Verdammt. Nein. Stimmt, da war ja was. Knoblauch und den wieder zurück und hier, den auch wieder. Da war ja noch eine Quest. Warte mal. Rezept Ambrosia, Notiz, Bericht eines unbekannten Reisenden Band 1. Auftrag, behalten wir erstmal. So, die Seelen. Also, die hat kein Geld mehr. Warte mal. Rattenfleisch für das Elixier auftreiben. Die Zutaten für das Rezept sammeln und das Elixier brauen.
Oh, hier war das. Okay, Möge sein Licht euch leiten. Aber guck mal, ob sie Rattenfleisch hat. Aber ja. Rattenfleisch. Bitte hat sie Rattenfleisch. Die hat kein Rattenfleisch. Wir waren doch vorne in einer Höhle, wo sowas gab, ne? Eine sichere Truhe. Mutiger Schädel. Ja, die wollten wir behalten. Nein. So, warte mal. Genau, Set des Rattenfängers. Warte mal. Hier. Rüst dich mal aus. Okay, das der Set des Rattenfängers gibt auf jeden Fall mehr. Was passiert? Ich mach den auch mal als Favorit. Ich will mal gucken, ob wir das vielleicht auch mal irgendwie. Vielleicht ist damit besser zu kämpfen. Ich weiß es noch nicht. So, ich muss aber noch ein paar Sachen verkaufen. Wechseln! Tretet näher, tretet näher! Sagt Bescheid, wenn euch was ins Auge fällt. Ja, okay, ihm kann ich das nicht verkaufen. Warte mal. Sagt Bescheid, wenn euch was ins Auge fällt. Ne, warte ich. Okay, ihm kann ich das nicht verkaufen. So, keiner hat hier Rattenfleische. Möge euer Pfad stets eben sein. So. Ja? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Mhm. So, was kann ich ihm andrehen? Den behalten wir auf jeden Fall. Den behalten wir. Die können weg. Und die können weg. Dann kann das weg und das. Komm, die Lederstreifen können auch weg. Reitet wohl. So. Und. So, will ich den da hin? Nein! Das. So, okay. Hier will ich das mal da reinpacken. Was habe ich sonst noch? Essen behalten wir definitiv alles. Okay. So, dann würde ich aber sagen, wir machen hier dann in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr... Wir sehen ganz komisch aus. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.